Moin Moin zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade in Buenos Aires mit YFU, mit der Gruppe und genieße hier die große Stadt, endlich mal eine große Stadt. Und ja, hier habe ich zwar nicht viel gefilmt, aber ich will euch trotzdem einen Eindruck davon geben mit ein paar Fotos. Und gerade sind wir hier im Zentrum. Hier wird ein bisschen Musik gespielt. Und ich genieße gerade mein Mittagessen. Das ist so ein richtig geiler Quinoa-Burger mit Karottenmasche und Nese und so. Und mal ein bisschen dunkleres Brot. Also das ist richtig lecker. Und ja, ich werde gleich noch ein bisschen mehr reden, aber wenn die Musik ein bisschen leiser ist. Und das ist die Kasche Florida, also die Straße Florida. Das ist so die Haupteinkaufsstraße von Buenos Aires, wo wir jetzt gerade halt Freizeit haben, 1,5 Stunden. Und ich habe mir auch schon ein paar schöne Dinge wie den Burger hier gekauft und ein paar Trockenfrüchte und so, denn das gibt's wenig in Uruguay und auch hier bis jetzt in Buenos Aires. Ja, und für Andenken und Süßigkeiten für meine Gastfamilie. Große, fette Stadt. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger und ich kann ja mal so ein bisschen erzählen. Also wir hatten erst eine Orientation, also eine Tagung von YFU am letzten Wochenende, wo wir dann auch am Samstag die Spanischprüfung hatten. Und es war halt so, dass wir halt bei der Orientation selbst so über das Jahr gesprochen haben und wie noch die letzten 2 Monate vergehen werden oder was wir noch machen wollen und wie es dann sein wird, wenn wir wieder zurück nach Deutschland fliegen. Und wir hatten ziemlich viel Freizeit auch auf der Orientation, was ich nicht so cool fand, denn naja, ich mach lieber was als nur rumzuhängen, denn ich bin auch nicht so der Typ, der stundenlang damit den gleichen Leuten immer nur Karten spielen kann, denn mehr gab es auch nicht zu machen. Und ja, der Spanisch-Test, der war auch nicht so schwer. Also da werde ich jetzt eigentlich so mal die Ergebnisse bekommen. Spätestens morgen, wenn ich wieder zurück in Florida bin, habe ich den Brief dort. Und werde ich mal sehen, welches Niveau ich habe. Und ja, dann am Montag sind wir nach Colonia del Sacramento gefahren. Das ist eine ältere Stadt hier in Uruguay, gegenüber von Buenos Aires, gegenüber halt beim Fluss. Und die Stadt, die ist so mit Kopfsteinpflaster und so, war ganz schick, mal durchzulaufen, aber jetzt auch nicht so viel zu erleben. Und dann haben wir am Dienstagvormittag das Schiff genommen, von dort aus nach Buenos Aires. Und das war nur eine Stunde Überfahrt, aber das Schiff, das sah einfach aus wie so ein Flugzeug von innen, also vor allem die Sitze. Wieder guckt, was spricht denn der? Wieso kein Spanisch? Aber das ist auch so komisch. Ich habe jetzt schon ein bisschen mehr Deutsch wieder mit den Leuten geschnackt. Manchmal wird man, also wir reden eigentlich die ganze Zeit Spanisch untereinander, aber manchmal halt auch so kurz Deutsch, wenn es dann einfach doch mal ein bisschen schneller gehen soll oder so. Und das ist so komisch, ich habe so viel Deutsch noch nie in meinem Austauschjahr hier gesprochen. Aber schon mal wieder ein bisschen üben für Deutschland. Und ja, dann sind wir hier angekommen in Buenos Aires und sind dann die letzten 2 Tage halt vor allem in unserem Viertel gewesen. Und dann gestern haben wir mit einem Bus eine City-Tour gemacht, die auch sehr interessant war. Wir haben ziemlich viel gesehen. Und am Nachmittag waren wir dann auch noch in dem Kunstmuseum, was jetzt so, naja, moderne Kunst so mäßig war. War jetzt für mich nicht ganz interessant, aber war ganz schön mal zu sehen. Und ja, die Stadt, die ist einfach genial. Also ich liebe ja große Städte. Also ich weiß nicht, ob ich für immer wohnen will in einer großen Stadt, aber so ein bisschen shoppen gehen und all sowas. Zwar nicht so shoppen gehen, wie die Mädels das machen, aber einfach so durch die Haupteinkaufsstraßen zu gehen, das liebe ich einfach. Und das habe ich hier schon ziemlich genossen. Und ja, also der ganze Verkehr, die ganzen Leute, jetzt endlich auch mal wieder U-Bahn fahren seit über einem Jahr und so, also das macht mich alles völlig glücklich. Und gerade eben habe ich mir, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll oder ob ihr mich gleich alle für doof, für verrückt hält. Ich habe gerade eben knappe 3 Kilo Datteln gekauft und 1 Kilo Rosinen und sowas und noch mehr Trockenfrüchte, weil es die einfach so in Uruguay nicht wirklich billig gibt. Und ja, einfach habe ich einfach dann zugeschlagen, weil ich einen billigen Laden gefunden habe. Und somit bin ich jetzt die letzten 2 Monate hier in Uruguay auch noch glücklich, immer mit den Datteln. Habe ich mir schon ausgerechnet, 50 Gramm
mindestens pro Tag. Naja, interessiert euch wahrscheinlich nicht. Aber jedenfalls bin ich super glücklich. Und ja, heute Abend, am Donnerstag, werden wir gleich noch essen gehen. Gestern Abend haben wir einen groß gegrillten Asado gemacht. Und ja, heute Mittag hatte ich so einen richtig leckeren Kinoburger. Naja, das wisst ihr ja schon. Der war wirklich geil. Das muss ich nochmal sagen. Und morgen werden wir, morgen Vormittag, wahrscheinlich nur noch unsere Sachen packen und vielleicht noch ein bisschen eine Viertelzeit haben. Und dann auch wieder ja, nach Montevideo zurück mit dem Schiff fahren. Und dann wieder alle uns verteilen. Und ja, einige habe ich bei der Orientation das letzte Mal gesehen, weil die gar nicht mehr zur Reise gegangen sind, so 4, 5. Und so, das wird jetzt wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich die meisten sehe. Die Deutschen dann auch am Flughafen und vielleicht noch ein paar andere. Aber naja, ist schon ein bisschen traurig. Und ja, damit möchte ich das Video hier beenden mit meinem Geschnackel. Vielleicht nehme ich noch morgen was auf und werde einfach noch ein paar Bilder ranhängen, so von Buenos Aires. That's where I go. Yeah, that's where I go.